Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Nur knapp ins Parlament gekommen und doch Ministerpräsident. Thomas Kemmerich, der Thüringer FDP-Chef, siegte im dritten Wahlgang mit einer Stimme Vorsprung gegenüber Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken. Nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an. Der unmittelbar nach der Wahl vereidigte Kemmerich wurde offensichtlich von der AfD unterstützt, erhielt doch deren eigener Kandidat, Kindervater, im dritten Wahlgang keine Stimme mehr. Wir haben also versucht, Herrn Kemmerich als Gegenkandidaten überhaupt erst mal aufs Podium zu locken. Das hat er auch gemacht. Und dann haben wir ihn planmäßig gewählt. Fassungslosigkeit bei Linken, SPD und Grünen. Die Landeschefin der Linken warf dem neuen Ministerpräsidenten zur Gratulation den Blumenstrauß vor die Füße. Das, was da heute passiert ist, ist eindeutig der Pakt mit dem Faschismus. FDP und CDU sind den sehenden Auges eingegangen. Ich würde sogar sagen bewusst. Die SPD sprach von einem Dammbruch und hat ebenso wie die Grünen die Unterstützung einer Regierung von Thomas Kemmerich abgelehnt. Wir arbeiten nicht mit einem Ministerpräsidenten zusammen, der mit Gnaden der AfD gewählt wurde und Punkt. Wir Grüne sind auf jeden Fall Opposition und diesen Job werden wir gut machen. Die CDU hingegen ist offenbar zur Zusammenarbeit mit Kemmerich bereit. Wir warten, ob es eine Einladung an uns gibt. Wir warten auf die Erklärung des Ministerpräsidenten vor diesem Thüringer Landtag. Und nochmal, Bedingung für alles für uns ist, dass es eine ganz klare Erklärung gibt, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Die hat der sechsfache Vater Thomas Kemmerich dann auch geliefert, im Parlament und vor der Presse. Die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Mit einem Ministerpräsidenten Kemmerich wird es kein Angebot, keine Koalition, keine Ministerien und auch keine AfD-Politik geben. Eine Aussage, an der viele zweifeln, im Thüringer Parlament ebenso wie davor, bei einer Demonstration gegen einen Ministerpräsidenten, der von der AfD mitgewählt wurde.
Und im Studio zum Thema ist jetzt der Politikwissenschaftler Dirk van den Boom. Herr van den Boom, von Tabubruch war heute die Rede, von Aushöhlung des Parlamentarismus. Wie bewerten Sie, was heute in Erfurt passiert ist? Also es gibt ja nur zwei mögliche Szenarien. Entweder war das ein Ausdruck abgrundtiefen politischen Dilettantismus, dass man nicht erwartet hat, dass die AfD diese auf dem Silbertablett präsentierte Möglichkeit nutzen würde. Oder es war zumindest billigend in Kauf genommen, dass hier eine Regierung, ein Ministerpräsident mit Hilfe der AfD gewählt werden könnte. Andere Szenarien kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn Sie nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, dann würde ich sagen, ich tendiere eher zur letzteren Variante. Okay. Ist die AfD dann heute die deutliche Gewinnerin des Tages? Oh, sie ist auf so vielen Ebenen eine Gewinnerin. Sie hat es geschafft, sich selber wieder diesen bürgerlichen Anspruch zu geben, den sie ja immer vertritt, und gesagt, ja, wir haben jetzt einer bürgerlichen Regierung geholfen. Sie haben es geschafft, die großen Parteien ein bisschen vor sich herzutreiben. Ja, und sollte es zu den Neuwahlen kommen, wird sie ganz bestimmt auch als strahlende Gewinnerin daraus hervorgehen. Ob wir es mögen oder nicht, Herr Höcke hat leider alles richtig gemacht. Sie haben die möglichen Neuwahlen schon angesprochen. Ist denn das jetzt die Zukunft Thürings? Ich glaube, das ist die einzige Alternative. Auf der Basis, die jetzt geschaffen wurde, kann es keine dauerhafte Regierung geben. Erst recht nicht für eine ganze Legislaturperiode. Das ist sehr unwahrscheinlich. Die innerparteilichen Streitigkeiten, die werden in CDU und FDP erst richtig losgehen. Ich gehe davon aus, man wird ein wenig hin und her lavieren. Aber Neuwahlen sind unausweichlich. Nun gibt es ja aber einen gewählten Ministerpräsidenten, Herrn Kemmerich. Was kann der denn jetzt noch machen? Wenig. Also wenn er seine Expertenregierung benennen möchte, das kann er sicher gerne machen, für eine kurze Übergangsfrist, damit die Ministerien geführt werden. Völlig in Ordnung. Aber er braucht für tatsächliche Beschlüsse Mehrheiten. Und sollte die CDU, wie angekündigt, sich diesem grundsätzlich ebenfalls verweigern wollen, sehe ich nicht, wo diese Mehrheiten herkommen sollen. Er würde sich nur weiter in die Arme der AfD treiben lassen. Welche Auswirkungen hat denn die Wahl heute über die Landesgrenzen von Thüringen hinaus? Wackelt vielleicht auch die Berliner Koalition aus Union und SPD? Also Frau Eskens hat ja bereits den Koalitionsausschuss ins Spiel gebracht und gesagt, darüber müssen wir jetzt reden. Wir haben ernste Fragen und das bedarf ernster Antworten. Wenn aber die Sprachregelung so bleibt bei der CDU, wie der Generalsekretär es auch in dem Beitrag eben angekündigt hat, und man sich deutlich auch gegen die eigene Partei stellt in Thüringen, eine Haltung, die ja Herr Lindner bis jetzt noch nicht formuliert hat, dann glaube ich nicht, dass nur an diesem Punkt tatsächlich die Große Koalition scheitern wird. Herr van den Boom, vielen Dank für diese Einschätzung. Genau, ich habe jetzt gedacht, ich muss erst mal ein bisschen an die frische Luft. Auf keinen mehr Verlass. Auf einen nicht wie auf den anderen. Das war nur billige Schieberei, was sie da gemacht haben. Für mich war es billige Schieberei. Affentheater, auf Deutsch gesagt. Belastend. Weil ich traue dem Mann nicht über den Weg. Tut mir leid. Es ist eine Wahl, die nach demokratischen Grundregeln abgelaufen ist. Ja. Wenn es mir auch nicht gefällt, dass da die Leute, die letzten Endes die Steigbügel gehalten haben, nicht unbedingt meine Freunde sind. Er ist für mich persönlich schon eine Überraschung. Und wir werden sehen, ich sag mal, wie sich das politisch auch in Thüringen auswirken wird. Vor dem Thüringer Landtag, es wurde schon erwähnt, gab es heute spontane Proteste. Im Landtag selbst herrschte heute vor allem Konfusion angesichts dieser unerwarteten Situation. Susanne Reichenbach hat das alles live mitverfolgt. Susanne, teilen Sie den Eindruck, dass niemand zu Recht auf diese Situation vorbereitet war? Ja, zumindest wirkten hier alle tatsächlich sehr überrascht und auch angefasst, gerade im rot-rot-grünen Lager. Da hatte man garantiert nicht mit einem leichten Durchmarsch für Bodo Ramelow gerechnet. Man hat auch mit 3 Wahlgängen kalkuliert, dass sich aber in diesem 3. Wahlgang dann eben Thomas Kemmerich von dieser kleinen Fraktion der FDP hier durchsetzen wird, mutmaßlich mit den Stimmen der AfD und CDU. Das hat dann doch hier wirklich für große Überraschungen und eine gewisse Schockstarre gesorgt. Da muss man sich jetzt wahrscheinlich erstmal sortieren. Und in der FDP selbst wirkte man auch so ein bisschen überrascht, denn eigentlich sollte heute die Vereidigung der Minister stattfinden. Das Kabinett sollte heute vereidigt werden.
Das ist schlicht ausgefallen. Und Thomas Kemmerich hat im Interview mit uns gesagt, weil es diese Minister schlicht noch nicht gibt. Jetzt gibt es Beobachter, die sagen, da spielt die FDP vielleicht hier so ein bisschen naiver, als es wirklich ist. Damit es nicht aussieht wie ein abgekatertes Spiel, präsentiert man jetzt nicht eine komplette Regierungsmannschaft. Aber das bewegt sich noch im Rahmen der Spekulation. Das können wir nicht sicher sagen. Fakt ist, dass man auch in Berlin jetzt richtig aufgewacht ist. Es gibt Stimmen inzwischen von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die für Neuwahlen hier in Thüringen plädiert. Auch CSU-Chef Söder hat sich zu Wort gemeldet, hat das Ganze inakzeptabel genannt, was heute hier passiert ist. Und auch FDP-Chef Lindner, hören wir, gibt jetzt Anzeichen, dass er doch auch der Meinung ist, man müsste hier neu wählen und das Ganze sei nicht so richtig abgesprochen gewesen mit den Politikern in Berlin. Sehr präsent war heute auch das Bild von einem niedergeschlagenen Ministerpräsidenten Ramelow. Im Plenarsaal wurde der nunmehrige Ex-Ministerpräsident fortan nicht mehr gesehen. Hat er sich inzwischen geäußert? Er hat sich tatsächlich noch nicht zu Wort gemeldet. Aus seinem Umfeld hieß es, er hat sich jetzt erstmal zurückgezogen. Dieses Ergebnis muss er natürlich auch verdauen, wenn auch, wie gesagt, er nicht mit einem Durchmarsch gerechnet hat. Aber damit, dass Thomas Kemmerich von der FDP ihn jetzt ablöst, hat er sicher auch nicht gerechnet. Und das muss er erstmal für sich sortieren. Er hat sich weder vor den Kameras zu einem Statement bereit erklärt, noch hat er sich bei Twitter gemeldet, wo er eigentlich sonst ziemlich schnell dabei ist.